1. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge XCOM. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und in der letzten Folge hatten wir ja so einen kleinen Cliffhanger hier in diesem Terroreinsatz. Denn hier steht gerade so ein Chrysalid und da hinten ist noch einer, den sehen wir aber nicht mehr. Und mit denen müssen wir jetzt zurechtkommen. Und ich würde sagen, unser Tiramisu freut sich schon auf diesen Chrysaliden. Es gibt schönen Mousse, oder? Mit deinem neuen schweren Laser. Zeig mal her, was du machst. Grandios, weg ist er. So gehört sich das. So, und jetzt müssen wir uns hier ein bisschen in Stellung bringen. Weil dieser Chrysalid wird bestimmt von da oben runterkommen und probieren, einen Kerl von uns richtig Schaden zu machen. Ich hoffe, ich bin bereit, dass dieser Chrysalid natürlich nicht unsere Aisha angreifen kann. Denn sie ist ja ein Mech-Soldat. Ich glaube, das geht nicht. Beziehungsweise sie kann sie halt nicht instant in so ein komisches Zombie verwandeln. So, Pyro Parker geht mal hierher. Und ihr seht schon, wir haben so eine schöne Stoßtruppe, der jetzt hier über diese Brücke rollen wird und alles niedermetzelt. So ist zumindest mein Plan. Wir werden sehen, was draus wird. Okay. Nächste kaputt. Das war der Chrysalid. Das heißt, wir müssen langsamer vorgehen. So, geh mal hierher. Schau mal, ob du was siehst, Aisha. Alles ruhig, okay. Dann ziehen wir jetzt mal nach. So, Tiramisu. Komm mal hierher, hast du volle Deckung. Siehst du denn was? Das ist jetzt ein bisschen riskant, weil wir halt recht weit sprinten. Aber wir brauchen die Leute vorne an der Front, damit wir die Zivilisten retten können, weil wir haben mittlerweile schon 4 verloren. Und das ist natürlich, nennen wir es mal, suboptimal. Könnte besser sein. So. Piru Parker. Ah, da oben wäre schön für einen Sniper. Geh mal hierher, da hast du wenigstens noch Deckung. Ich will halt ungern aus der Deckung raus. So, Herbert Steiner, du machst erstmal hier einen Feldposten hin. Genau. Und so, ich hier macht auch einen Feldposten. So, Maelo ziehen wir mal hier hinter nach. Unser Medic muss ja nicht ganz vorne dabei sein. Der kann jetzt auch mal auch einen Feldposten. Ist noch nicht ganz leer geschossen, muss noch nicht nachladen. So, kommt der Chrysalid runter? Nein, ist nur, der Zombie ist nur auferstanden. Boah, wie viele Chrysaliden, die killen mir die ganzen Zivilisten weg. Das ist nicht schön. Auf, Fennec, treff! Ah, schade! Schade, schade. Ziel nicht ausgeschaltet. Seht ihr, wie weit dieses Vieh rennt? So, Maelo, treff! Jawohl, schon mal 6 Schaden reingemacht. Dann ist der erste Chrysalid schon weg. Sind hier insgesamt 4 mittlerweile, die ich gesehen habe. Und auch schon ein paar Zombies. Na ja, die töten hier Zivilisten nach Zivilisten. Das ist aber wirklich schwer, diese Terroreinsätze gegen Chrysaliden. Jetzt können wir aber auch ein bisschen Raketen ballern, weil jetzt sind es ja nur noch Zombies und Chrysaliden. So. Der Steiner hat schon mal getroffen, 4 Schaden reingemacht. Nice. Nice, nice, nice. So gehört sich das. So, und es wird ernst. Oh, da hinten ist noch schon 6 Tote. Hier noch 12 übrig. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen. Wie wir die am besten umgelegt kriegen. So. Wen können wir denn hier wegsnipern? 83%, 76%. Ich würde sagen, wir probieren hier hinten den Chrysaliden umzulegen mit einem kritischen Treffer vom Gigi. Das wäre nice. Zeig ich mal was her, was du kannst. Gigi! Ach, Mann, du triffst aber wirklich nichts. Du triffst wirklich nichts. Okay. 62, 90. 62. Ich würde gerne den hier vorne mit jemand anderen umlegen. 88%. Pyro Parker, du triffst es. Jawohl, nice, so gehört sich das. Na also. So. Jetzt müssen wir gucken, wie kriegen wir denn den da hinten?
Das Schöne ist, die können ja nicht schießen. Das heißt, die müssen in den Nahkampf kommen. 69%, okay. Piro Parker kann nicht mehr, Gigi kann auch nicht mehr. Maelo kann aber noch. Und die haben natürlich halt auch keine Granaten, ne? Das können wir alles zu unserem Vorteil nutzen. So, ich würde sagen, wir machen erstmal den einen Zombie hier weg. Sehr geil, der ist weg. Hast du schön gemacht, Maelo. Auf dich ist Verlass. So, Tiramisu. Zeig mal her, wie du mit deinem schweren Laser jetzt hier diesen Chrysaliden weggrillst. Okay, leider nur 5 Schaden, aber jetzt haben wir das Holo-Ziel. Das heißt, unser Herbert Steiner trifft natürlich noch besser. 79%, mach ihn weg! Ach, Steiner, was triffst du denn nicht? Wen haben wir noch? Wir haben noch unsere Aisha. Okay. 72%, 62%. Aber der ist natürlich eine größere Gefahr für uns. Treff Aisha. Ja, yes. Schön mit der Raygun weggeprutzelt, so gehört sich das. Ich brauche eine Munition ausgeschaltet. Naja, noch ein Zombie. Oh je, noch mehr Chrysaliden, Achtung. Ich hab's mir schon fast gedacht, dass es so ein Kack-Chrysaliden-Einsatz wird. Die töten uns alle Zivilisten weg. Ihr könnt ja mal schreiben, was ich hätte anders machen können, um die Zivilisten zu retten. Außer mich hier großgefährlich in die Gefahr zu geben und da vorzurennen oder so gegen Chrysaliden. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, weil sobald die mal im Nahkampf sind, sind die so stark, so abnormal stark, und diese Zombies, die kommen halt nicht weit. Den kill ich jetzt einfach wieder weg. So, Maelo, du kannst mal nachladen, du bist eh leer. So, ist leer geschossen, ne? Musst nachladen. Okay, lad mal nach. Munition nachgeladen. Ist natürlich schlecht, dass wir jetzt hier alle nachladen müssen. Das ist suboptimal. 93% bis zu 6 Schaden. Doppelfeuer können wir auch nicht, weil wir zu wenig Munition haben. Ja, probier's. Neun kritisch. Okay, 100%. Aber du musst nicht mit deiner Laserwaffe, du kannst auch mit der Pistole schießen, oder? Das ist bestimmt auch 100%. Und einen Schaden wirst du wohl machen. Liste. Ist doch voll und ganz ausreichend. Können wir uns ein bisschen Munition sparen. So, hier müssen wir auch laden. Nachladen. So, den da hinten. Geben wir dir mal hier einen schönen Schuss mit dem Sniper. Sehr nice, Gigi. Auf der Entfernung triffst du aber. Das gefällt mir. Jetzt steht hier natürlich auch noch ein Zombie auf. Eieieiei. Was für ein Zombie-Gebäsche das hier ist. Noch, oh, noch 3 Chrysaliden. Okay, jetzt gibt's aber eine Rakete, wenn die so stehen bleiben zusammen. Nein, die teilen sich natürlich auf. Mann, ich hasse es. Können die nicht mal zusammenbleiben? Die sind jetzt hier zu den Zivilisten, um die wegzuputzeln. So, noch ein Zivilist mehr tot. Ah, was für ein Zombie-Geballer das hier gibt. Ich habe gesagt, ich spiele gegen Aliens und nicht gegen Zombies. Oh, der steht direkt vor unserer Haustür sozusagen. So, 96% Trefferchance. Mach ihn mal weg, bitte. Nicht weggemacht. Herbert Steiner. Der ist leer geschossen. Der müsste nachladen. Wie sieht's denn hier aus? 91%. 91%. Mach den mal weg. Mach ihn weg. Kritisch auf. Yes! Aisha! Aisha! Jawohl! Jawohl. Gigi ist leer geschossen. Müsste nachladen, das ist schlecht. So, wie bekommen wir denn den hier weg? Ja, auf drauf. Mach ihn weg. Der ist zu gefährlich. So, jetzt haben wir noch den Zombie da hinten. Gigi ist leer geschossen. Gigi könnte aber... Wen sieht die denn eigentlich? Den hier? Und wer ist der andere? Hm, ist derselbe. Hm. Ah.
Wie kriege ich den da hinten tot? Nicht mit der Handfeuerwaffe. Nein, mit dem Lasergewehr. Bitte, mit dem Lasergewehr. Ich könnte Deckungsfeuer machen. Dann würde, wenn er sich bewegt, kriegt er einen Schuss ab. Nee, ich greife normal an. Jawohl, kritisch. Und ich hoffe jetzt. Ich hoffe ja. Hier mit der Pistole. Dass wir jetzt den da hinten wegbekommen. Na, leider daneben. Nicht gut. Ja, das ist auch nicht gut. So, Gigi. Der hält in der Pistole. Ah, schade. Wir brauchen, glaube ich, langsamer stärkere Pistolen. Weil wir sie jetzt ja doch im Notfall einsetzen müssen. Okay, ich merke es mir auf die To-Liste. Wir brauchen auch stärkere Pistolen für unsere Soldaten. Okay. Der Zombie sollte noch keine Gefahr werden. Ja, oh, die fallen alle um. Ich glaube, ich rette hier. Vielleicht schaffe ich es, diesen einen Zivilisten, der hier bei mir steht, zu retten. Vielleicht schaffe ich es. Vielleicht macht der Zombie jetzt aber auch Geschichte aus diesen Zivilisten. Nein, er ist nicht bis rangekommen. Das war unser Glück. Es werden immer mehr. Jetzt, die stehen schön zusammen. Die stehen nice zusammen. Das gefällt mir. Da gibt es jetzt eine Rakete. Das gibt eine Rakete. Das sind 3 Stück. Ich will aber nicht dieses Auto mit drin haben. Nicht, dass der Zivilist dann drauf geht, wenn das Auto explodiert. 6 Schaden. Auf geht's, drauf da. Das hat sich zumindest mal gelohnt. Jawohl, jetzt müssen wir die Chrysaliden hier wegkriegen und noch die Dings hier. Haben wir irgendwie Granaten dabei? Ich glaube nicht, ne? Nein. Wird sich halt jetzt nur anbieten, da eine Granate drauf zu werfen. Oder... mit unserem Flammenwerfer hier etwas zu zündeln. Oh, ich hoffe, wir treffen damit nicht das Auto. Ich mache das extra so, dass es vom Auto ein bisschen weggeht. Und der ist noch eingelaufen, einer. Nice! 3 auf einmal gekillt. Und der Chrysalid ist in Panik. So, Gigi, probier mal hier mit der Handfeuerwaffe den zu töten, bitte. Mach ihn weg mit der Pistole. Nice. Der Zombie ist Geschichte. Hast sogar kritisch getroffen. Das gefällt mir. So. Jetzt machen wir noch den Chrysalid hier weg. Milo, nice one. So gefällt mir das. So, Piro Parker, du kannst mal hinten nachladen. Hier müssten wir auch nachladen. Wir wechseln die Waffe. Und laden nach. Es leben noch 7 aktuell. Bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich gleich nicht mehr. Na, guckt, kommt der nächste Zombie schon an. Ich glaube, wir können es aber so... Ah, da kommt... Ah, die kommen da als an. Ich glaube, das ist einfach eine gute Taktik, wenn wir warten, bis die alle angekommen sind. Killen uns zwar die Zivilisten weg, aber wir haben das Problem, sobald die in den Nahkampf kommen, machen die uns gewaltig an. So, wir laden erstmal unseren Gigi nach. Der sieht eh nichts, deswegen kann er auch nachladen. So, mit dem Maelo werden wir uns jetzt mal diesen Zivilist hier sichern, dass wir zumindest mal einen gerettet haben. Weil jetzt haben wir schon 12 Tote. Das heißt auch 12 Chrysalien, 12 Zombies noch. Beziehungsweise insgesamt 12. Ich weiß nicht, wie viel ich schon getötet habe. Gehe in Position. So, wir gehen nur stückchenweise vor, sodass wir immer noch den Notfall-Feldposten machen können. Keine Deckung. Guck mal, hier ist die volle Deckung. Und kannst noch in den Feldposten gehen. So, Fennec geht mal so hierher. Bin schon auf dem Weg. Sieht auch ein. 62% nur. Probier's mal, Fennec. Schade, leider daneben mit der Raygun. Das hätte bestimmt gut reingehauen. So, Feldposten. Und da warten wir mal ab, was die machen. Ah, Zombies. Ich glaube, ich nenne die Folge Zombie-Folge oder so. Irgendwas mit Zombie. Ist ja eher Zombie-Gemetzel.
Ja, noch ein Zombie. Gibt's mir, alles drauf. So, Maelo macht Spartanfeuer, schon mal 5 Schaden rein, das gefällt mir. Vielleicht kriegt der Zombie noch ein Spartanfeuer ab. Jawohl, unser Tiramisu mit dem schweren Laser macht 6 Schaden und killt ihn. Nice, so gefällt mir das. Da kommt ein Chrysalid um die Ecke. Das ist gefährlich. Das ist wirklich gefährlich. Ich weiß nicht, von wie weit weg er kommt. Boah. Ich habe schon Schiss gehabt, unseren Herbert Steiner da. Den der direkt stand, aber er hat ihn weggekillt. Nice. Kommt da noch so ein Zombie angetakelt, getrockelt. Ist aber gleich Geschichte. Vor den Zombies habe ich nicht so Schiss. Ich habe eher vor den ganzen Chrysalinen hier Schiss. So, dann müssen wir den Zombie hier mal wegkillen. Wir können das jetzt 2 Schüsse schnell hintereinander. Jawohl, dann sollte er weg sein. Bap. Und noch einer. Jawohl. Schön gemacht. Zombie ist Geschichte. Aisha muss nachladen, dann tun wir das mal. So, Gigi-Feldposten. Hier tun wir nochmal nachladen. Feldposten. Nachladen. Die kommen jetzt nämlich nach und nach alle an. So, und da geht's weiter mit dem Chrysaliden. Gigi, Sniper. Mach ihn weg. Durchs Taxi. Durchgesnipert. Auf. Leider daneben. Müssen aufpassen, das Taxi explodiert gleich. Das heißt, wir müssen unsere Leute da weg von stellen. Jawohl, 4 Schaden getroffen. Nice one. Was macht der Chrysalid? Okay, er ist 2-mal gelaufen, ist keine Gefahr aktuell. Er geht da hoch. Aber wir sehen ihn noch, oder? Jawohl. Das heißt, wir können ihn noch angreifen. Dann kommt noch so ein Zombie angetorkelt. So. Und dann noch ein Chrysalid. Aber ich will nicht wissen, wie viele Chrysaliden wir in dieser Folge getötet haben. Oh je. Ihr merkt schon, die kommen gefährlich nahe. Und wie es hier weitergeht. Ich weiß, es ist wieder unfair. Wie es hier weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge mit mir, dem Tim. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und dann seht ihr, wie wir hier weiter Chrysaliden und Zombies putzeln. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao.